Was hört man, wenn man sein Ohr an eine Muschel hält? Das Rauschen des Meeres. Und was hört man, wenn man sein Ohr an einen Kebab hält? Das Schweigen der Lämmer. Naja, gut. Mit dieser humoristischen Meisterleistung hoffe ich einfach einmal, dass die Gags in der tatsächlichen Das Schweigen der Lämmer-Parodie, Das Schweigen der Hammel, vielleicht doch besser sind als das, was ich hier gerade zum Besten gegeben habe. Vor allem, wenn uns dieser Film 1006 Gags garantiert. Wobei, gut, ganz ehrlich, das macht die Pute von Panem wahrscheinlich auch. Nur, dass halt alle 1006 davon absolut beschissen sind. Anyways, ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl irgendwie ansatzweise nachvollziehen könnt, aber wenn ihr Filmfans seid, dann wahrscheinlich schon. Es gibt einen Film, der wird angekündigt, und man sieht die Ankündigung und man denkt sich... Geil! Und das passiert einerseits, wenn man sich zum Beispiel drüber freut, weil ein Film, bei dem man schon extrem lange auf einen Release gewartet hat, endlich einen Release bekommt. Oder aber auch, weil ein Film, von dem man bis dato noch überhaupt nicht einmal etwas gewusst hat, tatsächlich einmal angekündigt wurde. Und mir geht es bei Das Schweigen der Hammel genauso wie im zweiten Beispiel. Ja, es ist mittlerweile schon ein älterer Film, aber ich persönlich als großer Fan von Parodies und ähnlichen Filmen von der nackten Kanone einfach einmal angefangen, bis hin eben zu generell allem, was Zucker Abrams Zucker jemals gemacht haben. Ich liebe diese Art von Filmen und ich liebe diese Art von Filmen, die andere Filme aufs Korn nimmt. Und deswegen freue ich mich unglaublich, dass wir jetzt hierzulande sogar einen High-Definition-Release von Das Schweigen der Hammel bekommen. Mit Dom DeLuise in der Hauptrolle und wir bekommen hier, meiner Meinung nach schon, finde ich, ein absolut perfektes Parody-Cover vom bekannten Schweigen der Lämmer-Motiv. Vor allem, wenn ich allein diese Augen sehe, mir tut das so weh, alleine schon beim Hinschauen. Aber eben absolut großartig, wie hier dieses Frontcover und Kinoplakat vom Schweigen der Lämmer parodiert wurde. Wir könnten ja hier noch einmal nachschauen. Ein Serienkiller schlägt zu. Immer wieder. Super, ihr habt also verstanden, was ein Serienkiller ist. Das ist natürlich toll. Detective Joe D. Foster soll den Fall klären und nur einer kann ihm helfen. Dr. Animal. Ebenfalls ein Serienmörder, der in einem Hochsicherheits-Irrenhaus sitzt. Er verarbeitete seine Opfer vorzugsweise zu leckerer Pizzasauce. Wobei Pizzasauce ist ja eigentlich nur Tomaten. Das heißt, Dr. Animal ist also quasi eine Art Killer-Tomate. Die Zeit läuft. Jane setzt sich mit dem Geldkoffer ihres Chefs ab. Geldkoffer ist übrigens, finde ich, eine sehr nette Umschreibung für Chef und landet im Cemetery Friedhofsmotel. Könnte man besser benennen, es klingt nicht so einladend. Welches vom seltsamen Antonio Motel. Ganz ehrlich, wir haben die 1006 Gags schon alleine in der Inhaltsangabe verarbeitet, oder? Geführt wird. Dort lebt er mit seiner Mutter oder dem, was von ihr übrig ist. Führe beliebigen deine Mutter-Scherz an dieser Stelle ein. Okay, passt. Wir können sagen, wenn von deiner Mutter die Hälfte zu Pizzasauce verarbeitet wurde, dann ist immer noch mehr als genug von ihr da. Bam! Ach, ja, ich habe vergessen, dass deine Mutterwitze nicht so gut angekommen sind beim Movie Warriors Battle. Lassen wir das. Nach einer Dusche verschwindet Jane. Frage mich, okay, ist die Dusche vor ihr verschwunden? Oder naja, kann Joe D. Dr. Animal zum Reden bringen? Findet er den Killer? Und wo ist Jane? Ein wahnsinniger. Ja, das werden wir nicht anfechten. Countdown beginnt. Holy hell! Würde ich eher einen Charakter in diesem Film nennen. Das klingt einfach nur wahnsinnig geil, vor allem wenn da noch Cameos von Mel Brooks, John Carpenter und John Landis dabei sind. Absolut genial, was hier vielleicht auf uns wartet. Ich hoffe tatsächlich, dass der Film meine jetzt wirklich verdammt hohen Erwartungen an den Film übertreffen kann. Wir haben dann offensichtlich noch ein alternatives italienisches Motiv hier auf der Rückseite. Whatever the fuck this is. Aber wir können natürlich da nochmal schauen, das war
auf dem Frontcover, eigentlich auf der Folie aufgeklebt, dass die Edition zum 26-jährigen Jubiläum, allein das finde ich schon geil. Und wir bekommen dann das Schweigen der Waffeln. Offensichtlich erinnert mich auch an eine klassische Szene. Ich habe jetzt leider vergessen, aus welchem cinematografischen Meisterwerk das ist, aber mein Filmschwarm wird mir das sicher gleich beantworten, wo der Typ in die Bank geht und die Bank überfallen möchte und legt dem Bankier einen Zettel hin und es steht quasi drauf, die Waffel ist auf sie gerichtet. Das war, glaube ich, die unglaubliche Entführung der Mrs. Stone, aber ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall das Schweigen der Hammeln. Jodie Foster. Sobald ich etwas von ihr rieche, lasse ich es sie wissen. Wahrscheinlich mit einem Kommentar wie: Geweih, was hast du gestern gegessen? Geschlechtig. Außerdem finde ich natürlich absolut finde ich geil, Dr. Animal Cannibal Pizza. Es klingt irgendwie wie ein Rezeptbuch, aber wirklich genial, dass das Ganze natürlich wie so ein alter Ordner aufgebaut ist. Ich kenne solche Dinge natürlich noch ausreichend aus der Schulzeit, diese Faltflügelmappen oder wie auch immer der Dreck heißt. Wundervoll, wie dann natürlich das ganze Booklet dann auch noch in dieser Schreibmaschinenschrift gemacht wurde und mit Kaffeeflecken ist eh klar und das Bild, was reingelegt wird, eh angemalt, ist natürlich logisch. Also ganz ehrlich, ich glaube, ich weiß schon, was ich direkt nach der Aufnahme von diesem Sammlungsupdate gleich machen muss. Das klingt nach einem Film für mich und da kann ich wirklich nur sagen, danke, danke an Turbine dafür, dass ihr uns dieses Meisterwerk serviert habt. Danke Christoph Kellerbach natürlich für das Booklet. Aber das alleine, das, was ich hier schon in dieser Verpackung gesehen habe, wenn der Film zumindest halb so lustig ist wie dieses Mediabook von Turbine, dann bin ich happy. Wir könnten, ach ja, noch auf das Innenartwork kurz blicken, das habe ich fast vergessen, weil es nicht so spannend ist. Wir sehen halt, naja, wobei doch, es ist eigentlich schon ziemlich geil. Da sehen wir eine Motte. Herrlich. Ah, ich liebe es. Ich liebe dieses Mediabook. Ich liebe diesen Release und mir ist gerade aufgefallen, tatsächlich erst jetzt aufgefallen, dass das Mediabook dazu auch noch diesen Ledereffekt hat. Das sagt schon einiges, wenn mir quasi mein persönliches Lieblingsfinish von Mediabooks nicht einmal auffällt, weil ich von allen anderen Dingen von diesem Release dermaßen abgelenkt bin. Das ist holy hell, das ist geil, danke Turbine, ich freue mich riesig drüber.